Hallo Community, hier sind wir wieder von Trader Online Video. Matthias, hi, Julian, Tag. Und ich, der Micha. Ja, und wir sind hier beim zweiten Teil des Booster-Draft-Öffnens zu Theros jenseits des Todes. Viel Spaß beim zweiten Teil von Crack a Pack. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Ja, da liegt der zweite Booster, Theros jenseits des Todes. Beim ersten waren wir uns sehr, sehr einig. Ne? Ja. Der hat aber auch wirklich sehr, sehr viel geboten, wenn man die Rare mal rauslässt. Aber man kann natürlich einfach eine Bombe öffnen, wo sich dann alle einig sind. Ne? So, jetzt kommt der nächste. Okay, Eidolon der Philosophie. Ein blaues 1-2 Kreatur für 7 Mana. Opfere das Eidolon der Philosophie, ziehe 3 Karten. Du schaust, wie es richtig liegt. Hüter der Nexus, ein grünes 2-beliebiger 1-4 Kreatur mit Reichweite, Konstellation, immer wenn du eine Verzauberung unter deiner Kontrolle ins Spiel kommst, wählst du 2 Lebenspunkte dazu. Amulett des Reisenden, ein beliebiges, für einen Mana opfere das Amulett des Reisenden, die du in der Bibliothek nach einer Standardlandkarte zeigst, offen vor, nimm sie auf deine Hand, misch an deine Bibliothek. Unbeugsamer Wille, ein weißes, ein beliebiges, verzauberte Kreatur, die verzauberte Kreatur hat plus 1, plus 2, das Ganze mit Aufblitzen. Da ist die Springflut-Schildkröte, ein blaues, ein beliebiges 0-5 Kreatur, Aufblitzen, Verteidiger. Unterwelt-Hetzhund, ganz anderer Booster, ne? Ein rotes, ein beliebiges 3-1-Kreatur, der Unterwelt-Hetzhund greift in jedem Kampf an, falls möglich. Befreiung für 4 Mana, eins davon rot, schicke 3 andere Karten aus seinem Friedhof ins Exil und er befreit sich mit einer plus 1 Mark auf ihm, wäre dann ein 4-2er. Jagdmeister der Nylea, ein grünes 3-beliebige 4-3-Kreatur, wenn der Jagdmeister der Nylea ins Spiel kommt, erhält eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst bis zum Ende des Zuges, ist plus x plus 0, wobei x leicht deine Hingabe zu grün ist, das sind grüne Manas auf Karten, die wir haben. Ja. Held des Rudels. Ein weißes, ein beliebiges 2-2-Kreatur. Immer wenn du einen Zauberspruch wirkst, der den Held des Rudels als Ziel hat, erhalten Kreaturen, die du kontrollierst, plus 1 plus 0 bis zum Ende des Zuges. Unterweltstreitross. Ein schwarzes, 2-beliebige 3-3. Unterweltstreitross kann nicht blocken, befreit sich für 5 Mana, eins davon schwarz. Das Unterweltstreitross befreit sich mit 2 plus 1 plus 1 Marken auf ihn. Brackwasserriese. Ein blaues, 6-beliebige, 5-6. Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken für jede Verzauberung, die du kontrollierst, ein weniger. Wenn du ankommst. Klagelied-Sirene. Ein blaues, ein beliebiges 1-3 aufblitzen, fliegend. Wenn die Klagelied-Sirene ins Spiel kommt, erhält eine Kreatur deiner Wahl, die einen Gegner kontrolliert bis zum Ende des Zuges, minus x minus 0, wobei x gleich deiner Hingabe zu blau ist. Dann. Bannendes Licht, ein weißes 2-beliebige. Wenn das bannende Licht ins Spiel kommt, schicke eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist und die ein Gegner kontrolliert, ins Exil, bis das bannende Licht das Spiel verlässt. Schauplatz der Verheerung. Erzeugt ein farbloses Mana oder für 2 Mana tappen, opfere den Schauplatz der Verheerung, zerstöre ein Nicht-Standardland deiner Wahl, das ein Gegner kontrolliert. Jeder Spieler durchsucht seine Bibliothek nach einer Standardlandkarte, bringt sie ins Spiel und mischt dann seine Bibliothek. Und die Rare ist Erebos Eingreifen. Ein schwarzes und X, bestimme eines. Eine Kreatur deiner Wahl erhält minus X bis zum Ende des Zuges. Du erhältst X Lebenspunkte dazu. Oder schicke bis zu 2x X Karten deiner Wahl aus Friedhöfen ins Exil. Dann haben wir ein Land und ist ein Foil dabei. Ne, eine Ziege. Okay, Matthias, darfst wieder anfangen. Ganz ja, anders. Auch wenn die Rare tatsächlich gar nicht mal so verkehrt ist, bin ich tatsächlich dieses Mal beim Bannenden Licht. Ja. Da wir hier für 3 Mana ein Removal haben, was wir auf jede beliebige Art von bleibender Karte spielen können, die ein Gegner kontrolliert, außer Länder. Und das ist einfach ein Removal, der ist so weitreichend, dass der kriegt einfach alles weg vom Gegner. Ja, ob das ein Planeswalker ist oder irgendwie so ein starkes Equipment, eine starke Verzauberung, die du einfach nicht handeln kannst. Lass es ein Gott sein, der kriegt ja auch weg. Irgendeine Verzauberung, der kriegt halt erstmal alles weg. Und deswegen finde ich diese Fahrt sehr stark und würde die dann auch tatsächlich nehmen. Also, ich bin auf Matthias' Seite. Ich würde die auch nehmen, weil sie ist auch einfach gut. Wenn ich sie jetzt nicht nehmen würde, dann, ich bin ja eher so ein grünen Spieler oder auch schwarz, würde ich halt eher Boss Eingreifen nehmen. Und sonst finde ich den Jagdmeister der Nylea auch noch recht gut. Ja, also bei mir wäre es so ein bisschen dem geschuldet, dass ich sage, okay, was ist denn noch im Booster? Ich würde tatsächlich Erebos Eingreifen nehmen, auch wenn die Karte nicht ganz so stark ist wie Bannendes Licht. Na, aber wenn ich mir den restlichen Booster anschaue, dann geht es so ein bisschen, in welche Richtung würde ich denn gerne spielen wollen. Und starke Kombinationen sind natürlich irgendwie blau-schwarz, sind blau-rot, blau-grün, also schwarz-rot, ne? und schwarz-blau. Schwarz-Grün, also einfach so ein bisschen schwarz reingesplasht oder so, weil hier habe ich auch einfach viele Möglichkeiten und ich kann auch nochmal mit dem Friedhof umgehen, weil tatsächlich ist ein gutes Deck, was mit Befreiung agiert, kann auch wirklich in Theros
zum Problem werden. Also man kann sich wirklich beim Bauen Strategien überlegen, was sein Deck denn können soll. Und der Booster bietet genug, dass vielleicht auch nochmal einfach beim zweiten Durchgang nochmal eine gute Karte in meinen Farben dann zu mir zurückkommt. Also ich wäre dann bei Eros angreifen. Aber was wählt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir lesen mit, sind gespannt auf eure Meinung und auch die Begründungen entsprechend. Und dann sind wir raus und wünschen euch viel Spaß mit Magic the Gathering. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.